Und damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Sonntagsbreitag. Heute mit dem Thema Geburtstage und andere Belanglosigkeiten. Nämlich, warum sind diese Tage, so Tage wie Geburtstag, Weihnachten oder was auch immer, Silvester und frohes neues Jahr, so völlig belanglos? Das möchte ich jetzt mal einfach erklären. Ich erkläre das einfach mal. Und zwar, warum das so ist, einfach mal so erklären, ne? Und zwar ist es folgendermaßen: Man hat Geburtstag und dann wird gesagt, herzlichen Glückwunsch. Also herzlichen Glückwunsch. So, also, oder auch einfach nur, ja, Glückwunsch. Was ist denn ein Glückwunsch? Also der Wunsch, dein Wunsch von dir, der mir ja zum Geburtstag Glückwünsche bringt oder gibt oder was auch immer, sagt ja Glückwunsch an mich. Ja, von wem ist es denn abhängig, ob der Geburtstag glücklich verläuft oder nicht? Das ist doch von der Person selber. Also vorbeigehen und, ach ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann auch noch herzlichen Glückwunsch, das dann auch noch von Herzen kommt, ja. So, das wird einfach gesagt. Es wird einfach gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ja? Man könnte auch 30 Meter vorbeigehen und sagen, ey, tschüss, Penner. Ja? Herzlichen Glückwunsch, ah, tschüss, Penner. Also, das wäre das Gleiche. Und das ist so. Das ist die Realität in unserer Gesellschaft. Es wird einfach erwartet, hier kommt herzlichen Glückwunsch, tschüss. Und auch dann einfach weiter so gegangen. Und ich gratuliere niemandem eigentlich zum Geburtstag. Es sei denn, es ist wirklich so, es gehört sich so oder was auch immer. Aber ein ehrliches herzlichen Glückwunsch oder so wird man eigentlich von mir so nicht hören. Eigentlich nicht. Wenn ich das mal zu jemandem sage, ist es eigentlich nicht so richtig ernst gemeint. Also, ne, so. Aber das hat ja nicht nur, ist ja nicht nur beim Geburtstag so, ist ja auch bei Weihnachten so. Ja, fröhliche Weihnachten wünsche ich dir. Ja, von wem ist denn abhängig, ob das fröhlich wird oder nicht? Ja, doch wohl von den Leuten. Ja? Die wünschen das einfach. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich wünsche dir einfach fröhliche Weihnachten, fertig. Ja? Und dann gibt es immer so Leute, die sagen, ach, du nimmst das wieder zu ernst und so. Ja, wenn es nicht ernst meint, dann sagt es doch auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ihr, die ihr mir zuhört und auch regelmäßig dabei seid und mich gar nicht mehr abonnieren müsst, weil ihr mich ja schon abonniert habt. Euch wünsche ich mal eine frohe Woche und sage bis nächste Woche. Tschüss.